Willkommen in meine Küche. Ich mache heute leckere und schnelle Hähnchen Schnitzel mit viel Ei. Ja, so richtige Schnitzel ist das nicht, aber schmeckt lecker. Okay, ich zeige euch die Zutaten und die Zubereitung. So, meine Lieben, da habe ich jetzt zwei Hähnchen Brust, Filet, keine Ahnung. Zwei Hähnchenbruststück, die sind schon gewaschen und trocken abgetupft. Und jetzt werden wir die einmal schneiden, erst so durchschneiden und auf kleine Streifen schneiden und dann auf kleine Würfel. Also die sollen gehackt sein, nicht so wie Hackfleisch, sondern so kleine Stückchen gehackt werden. Und die Namen, jetzt weiß ich, die heißen französische Kroketten. Und ja, ich nenne das Eierkoteletten oder Eierschnitzel, Eierhähnchenschnitzel, genau. Genau, zwei Brustfilet oder zwei Hähnchenbrust werden wir fein hacken oder klein hacken, geben wir in Schüssel. Dann nehme ich eine Zwiebel, Frühlingszwiebel heißt das, glaube ich, eine grüne Zwiebel und werde ich jetzt auch klein hacken. Also die grüne Teil, das kommt alles in Schüssel. Also aus dieser Hähnchen, aus diese zwei Hühnerbrust habe ich 9 Stück daraus bekommen. Also 9 Schnitzel. Ja, das alles kommt in eine Schüssel. Jetzt werden wir brauchen 3 Eier, dann eine Esslöffel Mehl oder 1,5, je nachdem wie groß eure Eier waren. Ich hatte später noch eine Esslöffel dazu gegeben, weil meine Eier waren sehr groß, die waren L, große L. Dann geben wir noch Prise Pfeffer, Salz, rote Paprika, Pulver, Süß. Also ich nehme immer Süß, wenn ihr ein bisschen scharf möchtet, dann könnt ihr ein bisschen scharf nehmen. Und ein bisschen Knoblauch. Ich hatte hier Knoblauchpulver, also der Granulat oder getrocknete halbe Teelöffel. Könnt ihr eine große Knoblauchzehe frische dazu pressen und alles gut vermischen. Ja, als ich das vermischt habe, habe ich festgestellt, ja, da ein bisschen Mehl konnte noch reingehen. Habe ich eine Esslöffel noch gegeben. Also ich hatte ja 2 Teelöffel gegeben, also das wird dann schon eine Esslöffel. Okay. Lassen wir so 5 Minuten stehen und dann kann man braten. Ich habe da auf die Pfanne ca. 5-6 Esslöffel Öl erhitzt, das ist Rapsöl. Und jetzt werden wir auf mittelhohe Hitze die Schnitzel braten. Hoch darf die Hitze darf nicht sein, weil sonst wird euch das verbrennen und das Fleisch wird innen nicht durch. Ja, ich habe das so auf Stufe 5 gebraten, ja, ich habe von 1 bis 9, also ich habe das auf Stufe 5 gebraten und ja, so goldbraun sollte sein. Und wenn das schon gebraten ist, geben wir das auf ein Papiertuch, ja, so dass der Öl da abtropfen kann und dann kann man weiter braten. Wie ich schon sagte, 9 Stück habe ich daraus bekommen und das war sehr lecker. So sehen die aus nach dem Braten. Die waren sehr, sehr saftig, muss ich sagen. Mir hat sehr lecker geschmeckt. Da sieht man die Stückchen von Fleisch und die Eier-Mehl-Mischung. Ja, also sehr lecker. Ja, wie ich habe dazu Reis gehabt und Blumenkohl. Kann man auch natürlich Kartoffeln dazu nehmen mit Butter. Sehr, sehr lecker. Ja, meinem Kinder hat auch geschmeckt. Nur mein Mann hat ein bisschen gemeckert, aber ihr wisst, wie die Männer sind. Okay. So, habt ihr gesehen, es geht schneller und braucht man nicht so viel Zutaten. Ich habe mal andere gemacht, aber das war mit Champignon drin, mit Mozzarella, glaube ich, war da drin, ja. Aber das sind schon andere, die muss man auch wälzen mit in Paniermehl. Die muss man nicht. Das war's schon. Das war sehr lecker. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen, vielen, vielen Dank an alle für die netten Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!